Geschätzter Herr Präsident, Frau Bundesminister, Herr Bundesminister, Kollege Keck, in freier Abwandlung des Herrn Gorbatschow, wer zu spät kommt, den bestraft der Wähler. Das ist halt einmal. Ich habe noch nie so viel Konjunktiv gehört, hätte. Nicht einmal Napoleon hat es geschafft, in 100 Tagen alles so zu ermöglichen, was wir alles hätten tun sollen. Aber bitte, warum nicht? Man traut dieser Bundesregierung viel zu, dass man sagt, hätte. Und die machen das auch. Ich habe im Prinzip nur eines angesehen, das sind die Leitlinien des Koalitionsabkommens. Da steht drinnen, Prävention und Gesundheitsförderung. Wenn man dann die Punkte, die einzeln durchliest, auch bitte aus dem Budget heraus, lassen wir die Zahlen weg, das ist eh mehr geworden. Da steht Folgendes drin, Prävention und Gesundheitsförderung, bitte. Da eine ganz tolle Geschichte, Prävention, da gehört übrigens, Kollege Vogel, vollkommen recht, auch der ganze Bereich der Ernährung dazu, ja, das gehört dazu. Prävention, was machen wir mit der ganzen Drogenproblematik, das gehört dazu, legale Drogen. Also auch bitte Nikotin, ja, das gehört dazu. Bei Jugendlichen, ja, natürlich, Alkohol gehört dazu. Es gehört auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, über Fastfood etc. Aber das möchte ich heute ausführen. Ich denke, auf jeden Fall ein wesentlicher Satz ist auch Sozialversicherungen. Bitte 1881 hat der Bismarck das auf den Tisch geknallt, die Sozialversicherungen. In Graz, Wien hat es 100 Jahre schon vorher gegeben, Ansätze. Was ist damit passiert? Da steckt das Wort Sozial drin und Versicherung. Bitte, man kann sozial sein, aber je höher die Ansprüche werden, umso mehr Geld kostet es. Wie mache ich das verträglich für die Bevölkerung, dass überhaupt eine Versicherung leisten kann? Dass jetzt die Sozialdemokratie Dinge fordert, die sie uns in der Opposition abgelehnt hat, schmeichelt der Opposition, wir waren am richtigen Weg. Und die Frau Bundesminister schreibt mir das hier hin, bitte. Ein Wunderwort, habe ich noch vorher nie gehört, Kundenorientierung im Gesundheitswesen. Bitte, im Mittelpunkt steht der Klient, der Patient, der Betroffene, Ganzheitsmedizin, das haben wir vorher nie gehört. Das ist Kundenorientierung. Bitte, wer zahlt, nicht nur schafft an, wem wird geholfen? Das ist die eine Geschichte. Ich möchte mir aber, nachdem wir vieles schon von der Frau Bundesminister gehört, auch von den Vorrednern hervorragend dargestellt wurde, möchte mich eher auf etwas, auf das Wirkungsziel 4 beschränken. Ernährung wurde eindeutig gesprochen, da sollte man vielleicht also auch an die Möglichkeiten denken der Lebensmittelaufsichtsbehörden. Man rät da immer ganz einfach hin, die AGES, die Veterinärbehörden in den Ländern. Bitte nur aus dem grünen Bericht, ich habe mir die Zahl rausgesucht, 2015, es wird sich nicht viel anders geändert haben, circa 47.000 Betriebskontrollen, 30.000 Proben. Betriebskontrollen 23.000 bei der Fleischproduktion und 3.000 bei der Milchproduktion. Das sind ja schon Ziffern. Und da geht es auch bitte um die Lebensmittelqualität, die wir selbstverständlich hinnehmen, Und sichere Lebensmittel bedeuten jeden Frau, jeden Mann, jedem Kind etwas in diesem Staat. Und wenn wir schon immer reden von Lebensmitteln, dann muss man auch, steht im Wirkungsziel drin, auch das Tierwohl herannehmen. Und da weiß ich schon, Kollege Keck war immer ein Mitstreiter, ich bin ihm dankbar, auch für das Tierwohl. Auch der Kollege Essl hat sich da immer mit eingesetzt, ne, für das Tierwohl einzutreten. Und da kommen wir zu was Essentiellen. Ich habe geschaut, im Budget gibt es denn überhaupt zum Thema Tierschutz etwas? Ja, Frau Bundesminister, bei mir geht da das Herz auf, das ist was ganz Tolles. Muss ich aber sagen, Kollege Stöger, Randy Wagner, Sabine Oberhaus, auch da dank Tierschutz macht Schule, bitte. Das sind ja Dinge, auf die man stolz sein kann und die auch jetzt erfolgreich weitergeführt werden. Für den Tierschutz sind ungefähr 819.000 Euro 2018 vorgesehen und 2019 ebenfalls 819. Da haben wir gedacht, was passiert denn da eigentlich damit? Ja, Tierschutz macht Schule, hat Vorläufer von hervorragenden Damen und Herren auch, habe ich immer geschätzt. Zum anderen natürlich auch, was kommt doch dazu, Tierschutz macht Schule, ich wollte es also interpretieren,
Wird zu wenig in den Schulen fabriziert, ein Versagen natürlich auch der Vorgängerregierung, die hätte es wesentlich mehr in die Schulen implementieren müssen. Denn es sind wertvolle Dinge. Die Frau Magister Beate Hartinger-Klein wird so zitiert: Der Verein Tierschutz macht Schule vermittelt Kindern einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit Tieren. Dass das Ganze auch noch Spaß bringt, macht den Verein noch unterstützenswert. Also ich finde, ein ganz tolles Zitat. Dankeschön. Etwas anderes ist bitte: Es werden 100.000 Euro Förderungsbeträge rausgegeben für den Bereich Tierhaltung, für innovative Produkte, die im Rahmen eben mit Tierschutz zu tun haben. Beeindruckend war das, das ist das Schimpansenprojekt in Gänserndorf, ehemalige Laborschimpansen. Hat mir jemand gesagt, um Gottes Willen, wir können die futtern. Bitte, da braucht man extra Personal. Schaut mal nach, was solche armen Tiere, die aus Labors kommen, wie malträtiert die sind und wie schlecht es denen geht. Oder es ist zum Beispiel eine tolle Geschichte, Vetix. Das ist ein Modulsystem für Veterinärärzte und Studierende, wo man hier also einen Zusammenhang bringt zwischen Mensch, Tier, ethische Grundlagen, wie gehe ich um, ob das jetzt heute vom sogenannten Einschläfern ist, bis heute, bis zu Erkrankungen heute bei Viehbeständen etc., der Umgang des Arztes mit dem wertvollen Leben eines Tieres und den Umgang dazu im Spannungsfeld Mensch einschläfern, zum Beispiel vor Haustieren, da kommt auch auf die Ärztinnen und Ärzte Großes zu. Oder 20.000 Unterstützung der Rettungshunde. Der Betrieb kann das. Wir reden bitte aber auch hier von den Medizassistenzen, nicht für die Jagd. Ich rede hier für die Diabeteshunde, Blindenhunde etc. Da müssen wir etwas tun und vor allem für die Verantwortlichen, die sich dafür einsetzen. Das ist unsere Aufgabe auch für den Tierschutz und ich hoffe auch, und da darf ich schon sagen, Kollege Essl ist bereit darüber zu reden, auch im Nutztierbereich, dass wir nachschärfen und ich glaube auch hier die SPÖ zu treffen. Tiere haben keine ideologische Färbung. Tiere sind fühlende Mitlebewesen. Tun wir was gemeinsam für die. Machen wir diese Welt humaner. Machen wir diese Welt nicht nur als Tourismusland Österreich, sondern machen wir hier etwas. Im Mittelpunkt steht das Leben. Das ist wichtig, eine Weiterentwicklung. In diesem Sinn sage ich danke. Ich hätte mich fast aufgeregt, wenn es um die Viecher geht. Josef Riemer von der FPÖ freut sich über das Budget im Bereich Tierschutz, insbesondere für die Vermittlung desselben in den Schulen.